Wir haben ja jetzt Enderperlen. Dann werfen wir uns halt erstmal fett da hoch. Zack. Da, ist da was? Ja. Das Ende der Welt. Ja, meine lieben Freunde, wir haben das Ende der Welt erreicht. Hüpfe, hüpfe wie ein Gummibär. Hüpfe, hüpfe wie ein Gummibär. Hey, meine lieben Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge Minecraft Jump World auf Timolia. Ja, erstmal vorab möchte ich mich dafür entschuldigen, dass das Video mit einem klein wenig Verspätung rauskommt. Genau, mit einem klein wenig, so. Ich hoffe, dass es ein klein wenig wird, denn das Problem war, ich hatte einfach kein Internet mehr. Ja, wortwörtlich, mein Internet ist einfach mal abgekratzt. Musste meinen Router neu starten und der Router ging einfach erstmal nicht mehr an. Ja, nach einer Stunde war er immer noch nicht an und nach ungefähr 3 Stunden, nachdem ich ihn bestimmt zigtausend Mal resettet habe und nochmal Strom ausgestellt habe für den Router und alles drum und dran, ging er endlich dann auch mal wieder an und ja. Aber anstatt groß rumzulabern, möchte ich jetzt direkt mal anfangen und ja, willkommen zur Escape Map und zwar Escape the Lab von Lass mich auch mal. Und ja, wir fangen jetzt mal an. Hallo und willkommen bei Escape the Lab. Diese Map ist eher eine Rätsel- und Suchmap. Das Ziel ist es, aus dem Labor herauszukommen. Du musst jedoch erstmal einen Weg finden. Der Ausgang ist übrigens oben beim ersten Raum. Die Frage, wie kommst du dahin? Oben beim ersten Raum. Okay, warte mal, das ist ja der erste. Nee, ist das hier der erste? Oben beim ersten Raum. Also das ist jetzt oben beim ersten Raum. Das hier ist ja der erste Raum. Bedeutet dann oben beim ersten Raum nicht... Okay. Da ist irgendwas. Da ist auch was. Da ist auch was. Aber da kommen wir nicht einfach so hin. Da ist auch was. Können wir da, warte mal, können wir da rüber? Hopp. Ja, Tatsache, das geht. Können wir, warte mal. Da ist ein Portal. Vielleicht bringt uns das Portal irgendwo anders hin. Ich versuch mal was. So, ganz simpel versucht, aber es hat nicht geklappt. Okay, ich schätze mal, wir müssen jetzt einfach mal... Wartet mal, wartet mal. 264. Was? Stehe ich nicht. Okay, diesen Raum... Ja, cool, wartet mal. Hier vielleicht, das auch nix. Ja, ich gucke mich lieber mal überall um. Da ist anscheinend irgend so ein... Zwei? Das ist zwei, okay. So, ab. Was haben wir denn? Oh, Sprungkraft 2, wunderschön. Können wir denn nicht jetzt da so rein hüpfen? So, hopp. Oder hier so, hopp. 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 Und von hier jetzt da so, hopp. Nein? Okay. Geht das denn von hier aus? Nein? Okay, wir haben auf jeden Fall Sprungkraft. Ah. Oh, ja, wir sind in einem Donut. One in the hallways. Okay, wir sind anscheinend richtig, so wie es ausschaut. Und wir haben auch den ersten Checkpoint erreicht. Wir gucken uns mal erstmal ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Von da oben sind wir gekommen. Und müssen wahrscheinlich jetzt da hoch. Na dann, drückt mal die Daumen, ne? Ab. So. Hab. Und hopp. Schön, Mann. Ich bin ja heute richtig in Fahrt. So, so, wir müssen wahrscheinlich da lang. Also diese Jump-One-Wege sind ja schon manchmal richtig vielseitig. Das ist aber mal wieder ein Escape, was mich ganz ehrlich freut. Wo sogar so ein klein wenig Jump-One dabei ist. Zwar nicht so viel bis jetzt, aber immerhin mehr als, ich glaube, bis jetzt in allen anderen Räumen. So, hier ist eine Leiter, die klettern wir mal einfach hoch, das möchte ich mir nicht entgehen lassen, hier ist aber absolut mal gar nichts, okay, oder? Ich schaue mich nochmal lieber um, ein bisschen, nein, hier ist nichts, okay, bababam, hier ist noch was, das ist eine Leiter, und mehr auch nicht, über mir war mal wieder ein Spinnennetz, wunderschön, wunderschön, so, das geht nicht auf. Ja, dann versuchen wir doch mal... Geht? Ja, das geht. Okay.
Das ist ein braunes Portal. Cool. Zweiter Checkpoint erreicht. Zweiter oder dritter oder vierter? Ich weiß es nicht. Egal, ich zähle auch nicht, gebe ich zu, nicht immer mit. No Plastik, also kein Plastik. Okay, das hört sich auch nicht an wie Plastik, sondern eher wie Metall. Diese Sprünge und dann ist man auch noch verlangsamt. Geil. Zack und zack und zack und zack. Oh, okay, wir können nicht ins Wasser, aber ja, aber in das Wasser können wir. Okay, das wird mich halt mal interessieren, wie das. Oh, komm. Komm. Streng dich mal an hier, wie das funktioniert. Das wird mich jetzt erstmal interessieren, weil. Komisch. Egal. Wir sind weiter und. Versuch mal hier lang zu kommen. Nein. Runter. Das sieht aus wie der Alt. Das sieht. Das ist der Weg. Ja, super. Ich gehe mal hier so lang. Hier. Man kommt hier drauf, also muss es hier auch einen Weg geben. Hopp. Guck mal hier. Guck mal, wo. Ist das hier. Warte mal. Nope. Okay. Ne, darunter will ich jetzt nicht unbedingt. Wir können hier drauf. Mann, ich bin ja richtig in Fahrt heute. Also, was ist denn los mit mir? Jump'n'Run bewerten. Ja. Nein. Will ich nicht. Noch nicht. Wir müssen. Geht das? Kann man von hier da drauf? Ja, geht. Nice. Okay, da rein will ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich das. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich versuche mal ganz kurz so. Okay, das müsste aber hinhauen, wenn ich denn rennen würde. Dann müsste das auch hinhauen. Wenn ich rennen würde, müsste das hinhauen. So, zack, genau, hat hingehauen. Wunderhübsch. Und jetzt sind wir hier. Okay. Hier können wir was machen? Ah. Ah. Ah, okay. Was? Warte mal, was? Hallo und willkommen bei meinem. Hä? Jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Aber warte mal, wir sind beim ersten. Wir haben ja jetzt Enderperlen. Werfen wir uns halt erstmal fett da hoch. Zack. Da, ist da was? Ja. Das Ende der Welt. Ja, meine lieben Freunde, wir haben das Ende der Welt erreicht. Hüpfe, hüpfe wie ein Gummibär. Hüpfe, hüpfe wie ein Gummibär. Ja, super, wir haben das Ende der Welt erreicht. Wunderhübsch, wir gehen wieder durch das Portal. Und ja, also der scheint anscheinend nichts zu sein. Wir versuchen mal da oben reinzugehen. Und okay. Sehr interessant. Bam, badadadadam. So, ernsthaft? 1, 2, 3, 4. Der Aufzug bringt dich nach draußen ins Freie. Okay, wunderschön, aber, das war's jetzt? Ja, wir haben's geschafft. Ich würde sagen, wir bewerten mal, ja, also, ihr seht, ich habe überall jetzt sehr gut gegeben, weil Kreativität, keine Ahnung, also die Map gefällt mir echt, vor allem, man kommt hier einfach mal wirklich wieder, man kommt hier wieder, zur, ja, zum Anfang. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und Aufbau ist hier einfach Hammer. Muss man einfach mal lassen. Für eine Escape-Map ist das hier echt geil aufgebaut. Ja, also kann man nicht meckern. Für eine Escape-Map ist das echt hammermäßig geil aufgebaut. So, aber ich würde sagen, das war's auch mit der Map schon. Die ist vorbei. Und damit wünsche ich euch allen noch einen wunderbaren Day und so. Oder eine wunderbare Nacht. Kommt drauf an, wann ihr dieses Video guckt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ne, wisst ihr wieder Bescheid. Lasst einen dicken, fetten Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao.